Hey Leute, willkommen zurück zu Max Payne Stronghold Crusader HD. Genau, wir sind jetzt schon in der letzten Mission der Kampagne Anti-Waffen, Jerusalem, das letzte Gefecht. Schauen wir mal uns den historischen Hintergrund an. Nachdem sie die Verteidigung von Arca nicht durchbrechen konnten, marschieren die Kreuzritter weiter nach Jerusalem. Die Angriffe erweisen sich jedoch als erfolglos. Der nächste Wald ist weit entfernt. Und so wird das letzte Gefecht um Wochen verschoben. Nun, da die Belagerungstürme bereit sind, greift den Nordwall an. Eine gewaltige ägyptische Armee soll auf dem Weg sein, um Jerusalem zu unterstützen. Nehmt daher die Hauptfestung so schnell wie möglich ein. Oh, das klingt nach Belagerungsmission. Wenn ihr zu Überschützung habt, werdet ihr am Ende von den arabischen Feuerwerfen gerüstet. Ja, okay, danke. Setzt eure Bogenschützen ein, um die Feuerwerfe abzuschießen, bevor sie eure christlichen Truppen in die Schlacht entsendet. Okay. Feuerwerfe können Truppen nur auf offenem Gebiet angreifen. Sie können keine Gruppen selber bringen, die auf Wellen stehen. Genau, das wissen wir auch. Vielleicht mache ich jetzt sogar mal hier eine Pause, um erstmal zu evaluieren, wie die Mission aussieht. Nicht, dass wir hier unsere Zeit zu schlecht nutzen. Pause. Genau, also wir haben hier okay, ein paar Ritter, viele Schwertkämpfer, viele Bogenschützen, zwei. Okay. Okay, viele, viele Feuerwerfer, wenige Bogenschützen. Das sieht ja erstmal gar nicht so schwer aus. Also, wir können es ja hier unten lang halten, beziehungsweise hier oben ist noch ein Feuerwerfer. Wir sollten also, ich denke, von unten angreifen ist schon sinnvoll. Mit etwas Glück sind dann auch die Bogenschützen nicht in Reichweite. Also wir ziehen uns erstmal hier zur Oase hin. Rücken dann mit den, okay, hier sind auch Bogenschützen drauf, mit unseren ganzen Bogenschützen vor. Also nah genug, dass sie angegriffen werden können, ohne dass die weiteren Bogenschützen von hinten angreifen. Nehmen die Feuerwerfer raus und dann kommen wir mit den Infanterie zusammen. Okay. Fortsetzen. Eure Befehle? Eins. Ihr könnt zwei. Auf uns zählen. Seid gegrüßt. Drei. Was vier, habt ihr vor? Belagerung fünf. Bereit. Bin zur Stelle. Sire. Rücken aus. Wie lautet der Plan? Belagerungsturm bereit. Sire. Ah, jetzt gehen die ein bisschen in der Reichweite. Allzeit bereit. Ja. Vielleicht könnten sind die eigentlich auch sich gleich hier hinstellen. Der ist ein bisschen eher geschützt, ne? Aber wird auch manchmal getroffen. Womit kann ich Bogenschützen dienen? Bereit. Mein Bogen ist euer. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Visiere an. In Bewegung. Ich habe ein paar Leute verloren. Ziel angepeilt. Sehr gut. Rücken aus. Jetzt die. Pfeile bereit. Er soll die Bogenschützen ausschalten, nicht die gespannt. Feuerwerfer hier. Visiere an. Sind auf dem Weg. Zu Befehl. Auf wir die Rosse. Euch, Herr. Mein Herr. Euren Belagerungsturm bereit. Sire. Ja, das könnte ganz gut klappen. Können auch eine schnelle Mission werden, weil wir haben eh nicht viel Zeit. Belagerungsturm bereit, Sire. Hier ran. Belagerungsturm wird bewegt. Eure Befehle? Na? In Bewegung. Hoch. Ja, bitte. Wir stehen zu Dienst. Steht zu Diensten. Ihr könnt auf uns zählen. Was wünscht ihr? Wohin gehen wir? Bin zur Stelle. Allzeit bereit. Ein Kinderspiel. Ein leichtes. So, das sollten eigentlich die... Seid gegrüßt. ...ganzen Regel vielleicht schon alleine schaffen. Nämlich ganz schön viele. Ja. Das denke ich haben sie. Nice.
In 5 Minuten. Die Burg gehört uns. Und also von der Zeit. So ewig Zeit hatten wir auch nicht mehr. Schön, mal gucken, was passiert jetzt, nachdem Fischer Löwenherz hier sein Freuden-Move macht, ob wir dann einfach ins Menü zurückkommen. Nee, es gibt Nachspiel. Ist unter Kontrolle, bevor die ägyptischen Verstärkungstruppen eingreifen können. Die Einnahme der Stadt macht diesen Kreuzzug zum ersten und einzigen, dessen Ziel erreicht wurde. Die heilige Stadt bleibt 88 Jahre lang in europäischer Hand. Mensch, und das alles dank uns. Ja, cool. Haben wir jetzt die erste Kampagne abgeschlossen. Wir machen dann das nächste Mal weiter mit Saladins Eroberung. Das sind, glaube ich, auch viele Belagerungen. Vertreibt die Kreuzritter mit Hilfe und so weiter und so fort. Das werde ich ja dann nochmal erzählen. Ja, wieder eine sehr kurze Folge, einfach weil ich es direkt geschafft habe. Tut mir leid. ja, nächste Folge dann hoffentlich wieder ein bisschen länger. Na? Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.